Joker freigeschaltet. Finde diesen Joker aus der Seelenkarte. Gespielte Könige und Damen geben jeweils mal 2 Mult, wenn gezählt. Ja, ich habe verloren, selbst mit einem legendären Joker im karierten Deck, wo wir genau 26 Pikkarten und 26 Herzkarten haben. Jeweils immer von jeder Karte 2 Exemplare. Und ja, ich kann euch gar nicht mal genau den Grund sagen, warum das nicht geklappt hat. Ich dachte eigentlich, ich hätte eine ganz gute Strategie, weil ich würde natürlich bei diesem Deck hier sagen, wir sollten uns mehr auf Flushes eher fixieren. Irgendwas, womit wir diese sehr große Konzentration auf nur 2 Farben eben auch nochmal nutzen können. Wir nehmen den Joker im Bus fahren und werden damit erstmal auf die Bildkarten, also Bube, Dame, König, ja, verzichten. Soweit klappt das auch ganz gut. Dann schauen wir mal, dass wir den nächsten Flush nur mit diesen verschiedenen Herzziffernkarten schaffen. Und damit eben auch den Joker gleich ein bisschen verbessern. Sieht gut aus. Ja, der Start wird hoffentlich hier ein bisschen besser sein. Und ja, warum nicht? Wir können auch mal einen neuen Joker hier kaufen. Ringmeister, Joker, Tarot, Planeten und Geisterkarten können mehrfach erscheinen. Was heißt denn da mehrfach? Dass ich hier mehrere auf einmal kaufen könnte von demselben Joker-Typ, oder wie? Na gut, gucken wir uns das später mal an. Wir öffnen ein kleines Arcana-Paket und holen uns auch noch einen neuen Joker. Der listige Joker plus 50 Chips, wenn wir auch ein Paar ausspielen. Das haben wir jetzt sogar sofort in dem Big Blind, denn ja, wir haben ja in dem karierten Deck von jeder Karte gleich 2 Exemplare und können damit sogar mal ein Flush ausspielen, wo auch ein Paar gleich enthalten ist. Jetzt wieder der Fall, sehr gerne. Ach ja, ich habe zurückgesetzt aus Versehen. Ich habe ja vergessen, dass wir auf Bildkarten verzichten wollen. Naja gut, es ist ja zum Glück noch relativ früh am Anfang dieses Durchlaufs. Womöglich kriege ich das noch heute hin. Okay, dann holen wir uns mal die Aufwertung für den Straight Flush. Ich glaube, auf den können wir auch mal vermehrt gehen, wenn wir hier ständig mit dieser Art von Farbe immer nur fokussiert werden. Nee, konfrontiert werden. Entschuldigt, ich bin gerade ein bisschen in Gedanken versunken. Na gut, machen wir mal ein paar zu Bonuskarten, aber erstmal werfen wir alle Bildkarten ab und die eine 6. Dann jetzt hier, Peak kommt auch weg und das sieht schon besser aus. So weit, so gut. Wir werfen erneut ab. Mal schauen, ob wir noch einen Peak Flush bekommen. Ja. Sehr schön. Zeremoniedeutsch könnten wir uns prinzipiell auch schon mal holen. Womöglich bekommen wir hin und wieder ein paar schlechte Joker mit rein. Aber ich glaube, ich gehe mal eher auf die Geisterkarten und hole da noch Platscher mit rein. Okay. Wir erzeugen Kopien von der Pik-König-Karte. Und Platscher als Joker auch noch dabei. Sehr schön. Big Blind. Sofort ein Flush. So lobe ich mir das.
Ja, da fehlt noch was. Wir brauchen noch eine Herzzifferkarte. Gleich auch mit ein paar, umso besser. Da muss ich auch darauf achten, dass wir das häufiger nutzen. Ja, schön. Wanderer kommt mal mit rein. Dann verbessern wir alle Karten, die wir spielen, auch noch ein wenig. Und hier die Marke. Das kommt uns ja eher entgegen, dass jetzt hier die Bildkarten eh schon so markiert werden, wenn man so will. Und wir damit nicht den Fehler machen, andauernd die auch auszuspielen. Hm. Ja, nehmen wir die Pik auch noch weg. Herz wundervoll. Einmal noch und dann sind wir hier eh schon durch. Ungerade Udo und gerade Gerd bieten sich hier beide gerade so an. Deswegen werde ich den listigen Joker verkaufen und den Ringmeister auch, weil da habe ich bisher noch keinen Effekt von gesehen. Und dadurch, dass wir hier ja eh immer nur auf die Zahlen gerade gehen, können wir da auch bei jedem einen kleinen Multiplikator oder eben weitere Chips, Basisbetragschips abgreifen. Das nehmen wir gerne mal so mit. Wundervoll. Ich bin begeistert. Das läuft sehr, sehr gut. Wir können auch mal Flash aufwerten. Dann nehmen wir auch gleich der Nah nochmal und werten Flash erneut auf. Gut, nächste Runde. Big Blind. Ja, da fehlt uns leider bei jeder Farbe irgendetwas. Wir gehen mal auf Herz wegen dieser Bonuskarte. Mr. Bones mal wieder, aber ich glaube, wir kommen auch so gut zu Rande hier und öffnen deswegen mal das kleine Booster-Paket und holen uns eine Peak 6 als Glückskarte mit rein. Der Hellseher. Direkt ein Flash am Anfang. Ja. Hat zwar nicht sofort mit einem Zug geklappt, aber schon sehr nahe dran. Bislang läuft es gut und ich glaube, dann können wir auch Platscher als Joker gleich wieder aufgeben. Weil wenn wir hier eh ständig an die Fünfergrenze ja nicht rankommen, weil Flash ja nun mal aktuell aus 5 Karten besteht, dann kommen wir da eh nie ran. Also Greife einlösen. Hierophant kaufen und nächste Runde bitte. Polychromtag. Polychromtech nehmen wir mit. Wir überspringen also den Blind und gehen direkt in den Big Blind über. Hm. Das zieht sich ein bisschen, aber hier sogar mit der Glückskarte. Ja, da machen wir noch ein paar hier gleich zu Bonuskarten, wenn ich das so sehe. Wir werfen erneut ab. Ja, haben wir noch genügend Pik-Karten? Eigentlich schon. Sehr gut. Gruselgesicht, das macht sich eigentlich ganz schön. Wir haben aber einen Dollar zu wenig, wenn wir Platscher verkaufen.
Daher verkaufe ich den Wanderer und nehme Gruselgesicht mit rein. Okay. Anfesseln? Ja, nicht optimal als Gegner für unsere Strategie, aber das kriegen wir schon hin. Ach so, Gruselgesicht? Ja, wir spielen ja keine Bildkarten. Aber der Polychrom-Effekt kommt ja trotzdem und spielt uns damit eigentlich erstmal in die Hände. Vielleicht finden wir noch etwas Besseres später, aber erstmal nicht. Sehr gut. Dann nehmen wir noch den gesichtslosen Joker mit rein. Wann immer wir nun drei oder mehr Bildkarten abwerfen, machen wir Geld. Genauer gesagt $5. Können wir auch gut gebrauchen. Und wir werden hier ein bisschen auf den Ausverkaufgutschein sparen. Pik wird abgeworfen. Ja, das läuft auch schon ganz okay soweit. Wir nehmen also den Gutschein, können nun ein bisschen Geld im Shop sparen. Dann werden wir noch einmal Flash aufwerten und in den Big Blind übergehen. Nachher sind alle Kreuzkarten geschwächt, dadurch, dass wir aber gar keine Kreuzkarten haben, ist das für uns wirklich Wumpe. Schade, ich habe ein bisschen gehofft, dass wir noch eine weitere Bildkarte vielleicht hier ziehen würden, damit wir die dann abwerfen können. Aber hat leider nicht geklappt. Naja, bisher kommen wir auch so ganz gut zurecht. Wir öffnen die beiden Booster Packs. Und wir haben hier einmal die Möglichkeit... Ja, ich werte einfach nochmal Flash auf. Ich hätte irgendwas mit dem König anstellen können, aber ich glaube, die Aufwertung unserer Formation ist dann einen Ticken besser geeignet. Wir fügen noch ein goldenes Siegel für die Herr 10 hinzu und gehen in die nächste Runde. Ja, wieder ein Boss Blind, aber wie gesagt, uns stört dieser Boss relativ wenig, weil die Fähigkeit komplett an unserer Strategie und auch an unserem Deck, muss man einfach mal sagen, entgegenarbeitet. Da ist wirklich gar nichts dabei, was irgendwie relevant wäre. Sehr schön, der gesichtslose Joker hat ein bisschen Geld gemacht. Und dann haben wir hier auch schon wieder das goldene Siegel und machen noch einmal ein bisschen mehr Geld. Läuft heute wirklich wunderbar. Ich habe keine Ahnung, warum ich mit dem legendären Joker so gar nicht zu Rande kam. Naja, man muss ja dazu sagen, der stürzt sich ja eigentlich dann schon auf Könige und Damen, dieser andere legendäre Joker. Und ich habe schon auch ein bisschen die Strategie, wie jetzt versucht zu wählen, dass man eben eher auf Bildkarten verzichtet. Und dann war das eher nutzlos, da noch was mitzumachen. Jo. Booster werden aufgerissen und wir machen noch... Ja, wir sprechen wieder die Hohepriesterin an, aber es kommt nichts für uns. Ich hätte natürlich wieder gerne den Flash aufgewertet, aber okay. Passt soweit. Am Ende wird das Haus anstehen, die erste Hand wird verdeckt gezogen. Naja. Da habe ich jetzt nicht so viel Bammel vor, muss ich sagen. Aber wer weiß, man darf ja wirklich auch nicht übermütig werden. Das haben wir schon häufiger bei Balatro erlebt. Das kann ganz, ganz schnell gehen, dass die Stimmung doch kippt.
So, 18 Dollar. Wir öffnen nur die beiden Booster-Packs wieder. Und nehmen eine Glaskarten 6 mit. So, das nächste Pack. Die 10 als Goldkarte. Ja, das passt. Big Blind, der Tag ist egal. Sehr schön, einige Bildkarten aufgenommen und wieder einige Bildkarten aufgenommen, aber sofort wieder abgeworfen und damit gut Geld gemacht. Hand wird gespielt. Ja. Also heute macht sich im Busfahren wirklich mal ganz gut. Der öffentliche Nahverkehr ist hier optimal. Und ich würde mal sagen, weil das hier bisher ganz gut läuft, werden wir einen neuen Joker reinnehmen, den wir bisher noch nicht hatten, nämlich diesen Vampir-Joker. Erhält 0,2 Mult pro gespielter verstärkter Karte, entfernt dann aber die Kartenverstärkung und natürlich ist es ein Plus für den Multiplikator auf dem Multiplikator. Am Anfang natürlich 1,0, aber mal sehen, wie schnell sich das hier ändern wird. Great Flush wird aufgewertet. Und auch noch Full House, einfach spaßeshalber. Arcana-Paket wird geöffnet und wir nehmen... Wir verdoppeln unser Geld. Ziehen nochmal neu, nehmen Gerechtigkeit mit, ziehen nochmal neu und sehen mäßig viel Interessantes. Obwohl, Flush hat jetzt schon 28 Mal wurde Flush gespielt. Damit wäre die Supernova ein Ticken besser als im Busfahren und dauerhaft eben und damit sicherer. Passt, nehmen wir mit. Nächste Runde, das Haus. Wir werfen erstmal alle ganz links ab. Dann in der Mitte die. Und auch schon die Bildkarten wieder, obwohl die jetzt ja wieder reinkommen dürfen. Weil, ja gut, wenn wir noch mit ungeraden Udo und dem geraden Udo ein bisschen mehr interagieren wollen, dann sollten wir unseren Fokus doch auch weiterhin auf die setzen. Wir können sie mit reinnehmen, müssen aber nicht. Deswegen mache ich die Dame mal zu einer Glaskarte. Dann haben wir da auch einen Multiplikator auf dem Multiplikator von mal 2 wieder drin. Aber eben auch die Chance, dass die Karte kaputt geht. Wäre dann aber nicht so wild. Und nun wird der Vampir unsere Bonuskarten, nehme ich an, und die Glaskarten auch ihrer Fähigkeit berauben. Ja. Tatsache ist aber ganz gut, weil dadurch hat er schon einen Multiplikator von mal 1,8. Sehr schön. Dann spielen wir den nächsten Flush. Das geht fix. Ich glaube, das war doch mal eine schöne Sache, diesen Joker mit reinzunehmen. Und auch hier mal wieder ein Gutschein, der noch nicht entdeckt wurde. Himmelspakete enthalten immer die Planetenkarte für deine meistgespielte Pokerhand. Das ist doch der Teleskopgutschein, den hatten wir automatisch in einem anderen Deck, aber scheinbar haben wir ihn damit erst entdeckt, indem wir ihn selber kaufen. Okay, passt für mich. Wir stufen Flush auf und öffnen das andere Booster-Paket natürlich auch und wieder Flush aufwerten. Klar, ja, da bringt das Teleskop natürlich einiges. Am Ende der Ante 7 wartet die Schlange auf uns. Ziehe immer 3 Karten, nachdem du gespielt oder abgeworfen hast. Ja,
Ist in Ordnung. Wir überspringen den Small Blind, weil dann wieder ein Polychrom-Joker reinkommt. Und gehen direkt gegen den Big Blind an. Der Vampir hat sich wieder die Bonuskarte genommen, den Effekt, und wird dadurch stärker. Das geht gut hier. Der Vampir hat schon mal 2 Multiplikator drauf. Das ist wunderbar. Lustiger Joker, aber polychrom. Dann nehmen wir den geraden Gerd einmal raus. Weil wir kriegen jetzt eh immer schon ein Plus auf den Multiplikator und haben wieder einen neuen Joker freigeschaltet. Umso besser. Flush wird aufgewertet. Wir haben noch 4 Dollar und öffnen das Arcana-Paket. Wir nehmen wieder 2 zufällige Tarotkarten und können die erstmal einsparen. Die Schlange. Da macht es sich eigentlich ganz gut, jetzt immer einfach nur eine Karte abzuwerfen, gleich am Anfang, weil man dann immer ja noch 2 weitere nachzieht und die gehen natürlich nicht weg. Sehr schön. Dann nehmen wir noch die kleinen Ziffern mit rein. Ja, aber jetzt haben wir alle Abwürfe auch schon durchgeführt und können einfach mal alles reinhauen. Ich würde sagen, wir stufen unseren Vampir hier noch ein bisschen auf. Deswegen mache ich hier ein paar zu Bonuskarten. Und dann geht es auch schon weiter. Sehr schön. Direkt durch in der ersten Runde. Ich denke, die Ante 8 wird damit ein halber Spaziergang. Wir verdoppeln unser Geld, nehmen auch noch den Gutschein verschwenderisch rein, holen uns wieder der Herrscher. Ja, passt soweit, obwohl das eine brauchen wir eh nicht, wir brauchen keine Kreuzkarten. Wir öffnen das Standardpack und sehen eine Pikkarte, eine Dame mit einem weiteren Effekt, nehmen wir natürlich mit. Und wir öffnen mal noch dieses Booster-Paket, auch wenn wir vermutlich nichts mitnehmen werden. Akrobat wäre gut, doch. Der ungerade Udo geht raus und Akrobat als Sicherheitsnetz mit mal 3 Mult. Bei der finalen Hand der Runde kommt noch mit rein. Ja gut, es ist die Bernsteineichel. Das kriegen wir schon hin. Wir haben wieder einen Joker freigeschaltet. Da freue ich mich. Wir machen die 2 zu einer Steinkarte. Dann kann sich der Vampir daran bedienen. Wieso war das denn jetzt eine Highcard? Ist da doch mittlerweile irgendwie was reingerutscht? Nee, sind alles Pikkarten und Herzkarten. Aber vermutlich, weil die Steinkarte am Anfang keinen Rang hatte, dann wurde das schon vorher berechnet. Und deswegen war es eine Highcard. Das wurde schon vorher gesagt, ja okay, das dürfen wir da nicht so regeln wie sonst. Nehme ich mal an. Der Vampir hat mal 3, das ist sehr schön. Wir nehmen den Herrscher wieder. Das kommt raus. Tod bleibt drinne. Himmelspaket, Flush mal wieder steigern. Dann auch noch das Standardpaket öffnen und wir sehen wieder einen wunderbaren Pikbuben mit diversen Effekten. Nächste Runde. Ja, da brauchen wir nichts überspringen, weil dann kommen wir nach dem Boss Blind eh nicht mehr an den Shop. Ja, spiel mal. Vielleicht haben wir nachher noch irgendwie eine Karte mit Bonuseffekten, so wie jetzt. Dann können wir mit Tod den auch nochmal verwenden, also eine andere Karte mit diesen Effekten ausstatten und damit dem Vampir erneut füttern.
Ach, der hat sich gar nicht bedient, oder? Okay. Das sah jetzt so aus, als wären die so geblieben, aber... das wundert mich ein bisschen. Flush wird aufgewertet. Und dann auch noch spaßeshalber Straight Flush. Vielleicht können wir das jetzt noch spielen, keine Ahnung. Booster-Paket. Und wir sehen eine Herz 10 mit Polychrom-Effekt. Nehmen wir rein. Wir ziehen nochmal neu und sehen nichts Interessantes. Gehen in die nächste und letzte Runde dieses Videos. Und ja, die werden zwar alle umgedreht und gemischt, aber ich glaube, naja, die Effekte kommen ja rein. Die Reihenfolge ist jetzt eben ein bisschen anders, aber so schlimm sollte das wohl nicht werden. Wir haben ja noch ein paar Hände. Und wir sind durch. Wunderbar. Das war eine wirklich schöne Runde. Ein toller Durchlauf. Ich hatte Spaß. Es lief auch sehr flüssig. Und wir gucken mal, welche Joker wir freigespielt haben. Joker freigeschaltet. Habe mindestens 2 Polychrom-Joker. Plus 2 Mult für jeden 5 Dollar in deinem Besitz. Joker freigeschaltet. Habe mindestens 30 Karten mit Peakfarbe in deinem Deck. Gespielte Karten mit Peakfarbe geben plus 50 Chips, wenn gezielt. Gutschein freigeschaltet. Aktualisiere den Shop insgesamt 100 Mal. Aktualisierung kosten 2 Dollar weniger. Wie ich finde, wirklich eine schöne, stabile Runde mit einer klaren Strategie, die sich auch sehr schnell herausgeformt hat heute. Hat mir Spaß gemacht. Spiele eine Hand, die 4-7 der Kreuze enthält. Das ist aber jetzt auch eine sehr, sehr präzise Forderung. Naja gut, mal wieder ein Hinweis, auf den ich vermutlich alleine nie gekommen wäre. Aber das nächste Deck, was ansteht, ist gesperrt. Und dazu müssen wir einen Durchlauf gewinnen mit einem beliebigen Deck auf mindestens der Schwierigkeitsstufe roter Einser. Stimmt, wir haben bisher ja immer nur mit dem weißen Einsatz gespielt. Der rote Einsatz lautet wie folgt. Der Small Blind gibt kein Belohnungsgeld, gilt für alle vorherigen Einsätze. Was das genau bedeutet und warum das Balatro nochmal schwerer machen wird, werdet ihr im nächsten Video sehen. Bye bye.